Habe die Ehre. Fühlst du dich ohnmächtig und frustriert, wenn es zu Konflikten kommt mit deinem Kunden, weil er nicht auf deine Anweisungen, auf deine Vorschläge, auf deine Übungen eingehen will, oder es kommt als Retourkutsche, wenn du ihm was erzählst? Ah, ich weiß schon, ich kenne das schon, was du mir sagst, das habe ich schon ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Dann hast du ein Problem, beziehungsweise hast du einen Feind, der sich Ego nennt, nämlich das Ego deines Kunden. Die Frage ist jetzt, wie kannst du auf diese Einwände, auf diese Blockaden, die sich da dir gegenüber manifestieren, die erscheinen aufgrund dieses Problems deines Kunden, wie gehst du auf die am besten ein? Dazu nenne ich dir drei Herangehensweisen, die ich für sinnvoll finde. Zuerstens, was auch aus dem NLP kommt, ist das Mirroring, also du bist das Spiegelbild deines Kunden. Wenn das zum Beispiel als Antwort kommt, ah, ich weiß, nee, das geht nicht, glaube ich nicht, dass das funktioniert, kenne ich schon, dann sagst du, ja, wenn du es weißt, dann wo sind denn die Ergebnisse? Okay, schön und gut, dass du es kennst, aber hast du es da wirklich schon angewendet? Und wenn, dann wie hast du es angewendet? Mit welchem Rhythmus? Mit welcher Regelmäßigkeit? Und da kommt sicherlich dann die Antwort von deinem Kunden: Ah ja, stimmt, ich habe es nur einmal ausprobiert und dann hat es, weil es nicht geklappt hat, habe ich sein lassen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist auch wieder, was das Spiegelbild betrifft: Was ist denn ja, die persönliche Hilfestellung, die du deinem Kunden geben kannst, gibst du ihm nur eine Standardlösung, mit der er nicht zurechtkommt und der dadurch dir eigentlich nur das wiedergibt, was du vielleicht schon von anderen erfahren hast, dass es nicht wirklich funktioniert, oder gibst du ihm eine angepasste Methode oder eine angepasste Aufgabe, die auch seinem Wesen und seinem Problem, seiner Person entspricht? Und als Drittens ist die Frage oder die Herangehensweise, wie du auch zum Thema, ja, ihm nur seine eigene Identität wieder vor Augen zu führen, zu sagen, was ist denn der faktuelle Grund, warum diese Methode nicht funktioniert? Gibt es irgendwelche Gründe, die dich davon abhalten, auch diese Aufgabe durchzuführen und zu testen, ob sie denn auch funktioniert oder nicht? Denn wenn du nicht in die Aktion kommst und nur sagst, ah, diese Art von Theorie oder diese Theorie habe ich schon erfahren und kenne ich schon, damit kenne ich mich schon aus und ich weiß, was das macht, weil ich schon einmal probiert habe, dann gibt es ja keinen eigentlich tatsächlichen Grund, warum es nicht funktionieren könnte, wenn man es denn regelmäßig macht. Das zum einen. Dann zum zweiten, was ist denn dein Engagement? Ist der Kunde wirklich volle Kanne in deinem Programm drin, in deiner Hilfestellung? Nimmt er sie an? Eventuell fühlt er sich auch etwas verloren, weil er nicht Übungen bekommt, weil er nicht regelmäßig herausgefordert wird. Hast du ihm Challenges gegeben? Wenn du ihm vielleicht zu komplizierte Aufgaben gibst und zu langwierig, kann es auch zur Demotivation führen oder zur Demoralisierung, weil er die Erfolge auf sich warten lassen. Also ist es besser, wenn du ihm kleinere Übungen gibst, die vielleicht länger oder kurzweiliger sind, indem er dann zum schnelleren Erfolg kommt, und indem er zum schnelleren Erfolg kommt, gewinnt er Selbstvertrauen, auch Vertrauen in deine Übungen, in deine Hilfestellung und entwickelt dadurch eine positivere Stimmung, freut sich und geht dann auch mit einer ganz anderen Energie in die nächste Übung ran oder beziehungsweise macht dann die gleiche Übung weiter, weil er merkt, dass sich da schon was getan hat. Dann kann es ja auch dann noch zu mehr Erfolgen führen. Und dann, was das Engagement betrifft, das wieder aus einer präventiver Betrachtungsweise. Wie hast du dich denn auch mit ihm beschäftigt? Wie genau in eurem Erstgespräch? Hast du genau festgestellt oder hast du genau reingespürt, ob der Betrag, den du ihm in Rechnung gestellt hast, den er gezahlt hat, ist es auch der richtige für ihn? Denn wenn er nicht dieses Engagement fühlt, wenn er nicht merkt, dass da auch ein gewisser ein Druck ist, den er braucht, um ins Tun zu kommen,
dann ist es schwierig oder wird es schwierig, dann auch in Zukunft den Kunden an dich zu binden ja, das Abverlangte auch von ihm abzurufen, weil ihm einfach die nötige Power dahinter fehlt. Und auch zu dem gleichen Thema Prävention, das kann man aber ganz wieder gut machen. Das vorige zum Thema Geld kann man nicht dem Kunden sagen, zahl bitte noch ein bisschen mehr. Nein, du kannst ihm sagen, aber dafür oder fragen besser gesagt, was erwartest du denn genau von diesem Coaching? Oder wann siehst du denn das Coaching als erfolgreich an? Diese Frage zum Beispiel sollte man auch gleich zu Beginn stellen, bevor man den Kunden bindet durch vertraglich oder bevor er zahlt, was auch selbst einem bekräftigt in seiner Stellung als seriöser Coach, um festzustellen, kann ich diesem Menschen überhaupt helfen oder sind seine Erwartungen an meine Hilfestellung komplett irrational und utopisch, wo ich gar nicht hinkommen kann. Und als dritter Punkt, mein Lieblingsthema, Fragen. Wenn Einwände kommen, dann sind da immer noch Glaubenssätze dahinter. Also über die richtigen Fragen kommt man an die Ursachen dieser Glaubenssätze. Wo kommen sie her und was machen sie mit demjenigen? Wenn man diese Glaubenssätze kennt, kann man sie auch verstehen und dadurch dann ins Handeln kommen und entsprechende Übungen, entsprechende Herangehensweisen identifizieren und festlegen, wie der Kunde da wieder rauskommt. Indem man Fragen stellt, ermöglicht es auch eine Konfrontation mit der Realität des Kunden. Diese Einwände, wie ich weiß, ich will nicht das machen, das fühlt sich nicht gut an, hat auch irgendeinen Ursprung in der Geschichte, in der Realität, in der Identität des Kunden, die sich auf gewisse Weise manifestiert, aber wieder nur ein Ausdruck ist von vorher Gelernten, vorher Erfahrenen. Da gilt es daran, so festzustellen, wo diese Sachen herkommen. Aber das Ganze geht nur über eine Konfrontation, indem man sich auch mit dem Kunden befasst, sich mit ihm eins zu eins auseinandersetzt und versteht, was ist denn genau das Thema von dem Kunden, wenn er es nicht selber schafft, sich damit zu beschäftigen. Und letztlich ist auch festzustellen, diese Einwände sind auch oft ein Resultat aus der Umgebung des Kunden. Was ist er in einem negativen Umfeld, wenn er sich ständig mit Leuten abgibt, die alles kritisieren, die auch sein Coaching kritisieren oder die seine Herangehensweise, sein Leben kritisieren, anders zu sein oder sich verbessern zu wollen, sich selbst weiterzuentwickeln, über deine Coaching-Hilfe, dann ist die Frage, ist dieses Umfeld gesund, ist es inspirierend genug, dass dein Kunde aus diesen Einwänden, aus diesen Blockaden wieder rauskommt und seinem Ziel sich annähern kann. Und das ist meines Erachtens wiederum am einfachsten und am simpelsten, sich mit dem Kunden zusammenzusetzen, ihm die richtigen Fragen zu stellen und zu verstehen, was ist denn eigentlich seine aktuelle Situation, woher kommen diese Einwände, sind es wirklich seine und wenn nicht, dann diese zu identifizieren und entsprechend zu korrigieren. Danke fürs Zuschauen. Solltest du noch mehr wissen wollen über mich und wie ich mit den Einwänden meines Kunden umgehe, beziehungsweise wenn du auch Interesse hast, mein 3-Punkte-Programm kennenzulernen, wie du im Monat 5.000 Euro verdienen kannst, dann buch doch einfach einen Termin über Calendly. Der Link ist in der Beschreibung. Ich freue mich drauf. Viel Spaß bei der Umsetzung. Viel Erfolg. Ciao.